Und da sind wir auch wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ja, wie man sieht, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe leider mit Entsetzen feststellen müssen, dass ich aus Versehen gesavestated habe. Und da, ja, dadurch ist das eben halt so passiert, dass ich alles nochmal von vorne machen konnte. Komplett. Also direkt von Anfang des Spiels aus. Ich werde jetzt auch die das Ringgeheimnis eingeben. Ich habe auch schon das Video gedreht und ich werde dort auch sagen, dass ich das eben halt schon mal machen werde, bevor ich noch das Video zeigen werde. Und deswegen werde ich es jetzt erstmal schon mal eingeben. Wie gesagt, das werde ich später nochmal zeigen. Beziehungsweise später nochmal im... Okay, das Zeichen befindet sich irgendwie nicht mit dabei. Weiß der Teufel warum. Und sag mir nicht, ich muss das mit Select umändern. Ich glaube, dann drehe ich durch. Ansonsten werde ich das gleich nochmal versuchen. Aber ansonsten wird das nämlich eine ganz, ganz miese Sache. Da ich dann nämlich, da ich dann nämlich ganz großes Pech habe. Unnötig. Nein! Ja, so sieht man das, wenn das Passwort nicht gerade wirklich richtig, richtig ist. Und ich werde da jetzt nochmal gucken, ob ich da nicht vielleicht irgendwie nochmal was umstellen kann. Bis gleich. Okay, ich habe das Rätsel-Lösung gefunden. Es war ein T und kein Kreuz. Sieht doch sehr ähnlich aus. Dass ich das nicht gesehen habe, es nervt mich ein bisschen. Okay, ich habe die Ringe nach Holundrum von Holundrum meint er wohl. Geh zu Vaso, um deine Liste anzumachen. Sei gegrüßt, bla 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 bla. Und dann machen wir mal Liste. Und wir sehen, wir haben Ringe. Und das ist auch noch mein Lieblingsring. Der Herzlangring Level 2. Vergiss nicht, bla 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 bla. Das erleichtert mir nämlich die Sache doch immer ganz gern. So, dann habe ich auch noch gesehen, dass ich beim Joll-Friedhof was vergessen habe. Da werde ich jetzt auch erstmal hingehen. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, sogar zwei Sachen vergessen. Wiederum sind die mir während meines erneuten Duldenspielens nämlich aufgefallen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob ich die jetzt geholt habe. Ja, hier habe ich es schon geholt. Also hier war ein Herzteil. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das jetzt geholt habe. Deswegen würde ich da nochmal drauf hinweisen. Ja, der Geist hier, ich glaube, den habe ich auch schon angesprochen. Nee, bla 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 bla. Du musst es ja wissen. Der erzählt uns das mit der Blume. Mit dem Geist und der Blume. Hier können wir das Grab verschieben und dann den Geist haben wir vorhin schon gesehen. Ich habe den kurz angesprochen. Deswegen ist er nun hier unten. Also sobald man ihn anspricht, wandert er hier unten. Du hast meinen Grabstein verschoben. Das heißt, freie Bahn ins Jenseits. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Danke. Da wird es mir nichts geben. Da bist du ja.
Da ich jetzt umziehe, habe ich das übrig. Nimm nur, ich hoffe, dass wir uns bald im Jenseits treffen. Ich hoffe doch nicht. Du erhältst die Irrlichtuhr. Klingt sie nicht toll? Ja, diese Irrlichtuhr, die läutet mal wieder ein Tauschgeschäft ein. Von daher ist das doch eine sehr, sehr praktische Sache, wo sie das schon geholt hat. Ja, hier gibt's natürlich auch wieder den Syrup-Shop. Allerdings müssen wir hier nicht das Tauschgeschäft schon durchmachen, damit sie uns die magische Flasche verkauft. Ja, sonst gibt's hier gar nichts mehr zu holen. So. Dann irren wir mal noch so ein bisschen umher. Oh ja, da kann ich auch schon mal was machen. Oder nicht, Klammer zu. Weil im Grunde genommen müsste ich da eigentlich, glaube ich, auch noch hoch, um eine Seekarte zeichnen zu lassen, die ich jetzt bräuchte. Wie gesagt, mit den gesamten Sachen, ja, ich komme noch nicht weiter. Da werde ich noch mal gucken. Beziehungsweise, ich muss mich noch mal daran erinnern, wo dann die gesamten Sachen waren. Weil ich habe nämlich so, ich meine, ich hätte noch ein Herzteil gesehen. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob das jetzt das auf dem Goldfriedhof war oder ob ich das überhaupt nicht gehört habe oder ob das sogar in der Vergangenheit war. Mit den Tauschgeschäften, ja, die werde ich genauso wie das letzte Mal machen. Die Tauschgeschäfte, weil da baue ich auch erstmal einige Zeit dazu. Ich werde auch noch den Heroen-Dungeon, den werde ich auch noch machen. Auch so quasi so mehr am Schluss. Ich meine, ich kann jetzt schon zwar zeigen, wie das da alles läuft, aber sonderlich weit werde ich noch nicht kommen. Ach, das mit dem Links, das mache ich aber später. Sofern mir das wieder einfällt. Jetzt gut aus. Also hier müsste ich jetzt eigentlich den nächsten Häuschen nehmen. Jupp, hier ist es auch. Hey, das ist es! Mit diesem Cheval-Tau könnte ich endlich das Floß fertig machen. Bitte gib mir dieses Seil. Okay. Dankeschön. Weißt du, du darfst als Erster mit dem Floß fahren, wenn es fertig ist. Aber du wirst auf hoher See eine Seekarte brauchen. Ohne eine solche Karte findest du dich dort nie zurecht. Besorg dir eine Karte. Bis dahin habe ich das Floß fertig. Boah, mir läuft irgendwie in die Nase. Nun, wenn das nicht link ist. Klar, dass du herumtrödelst. Was suchst du? Bitte? Du suchst eine D-Karte? Ich habe gehört, dass dieser seltsame Typ Karte zur geheimen Insel führen. Mach doch, was du willst. Ich bin sehr damit beschäftigt, Nairu zu retten, als dass ich dir helfen könnte. Bis dann. Nairu! Ja, mit dem mein Glücksgeheimnis und bla bla bla. Oh, hier können wir wieder ein Passwort abstauben. Und man sieht sich gleich, ich schreibe das kurz auf. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe das aufgeschrieben. Ja, ich habe es mir gemerkt. Und
Dürfte schon lustig werden, den zu suchen, aufgrund der Tatsache, dass es nur ein Typ sein soll, der nach London ging. Wobei, da es in der Vergangenheit ist, müsste das ein Geist sein, soweit ich weiß. Auf jeden Fall müssen wir jetzt in die Gegenwart. Und ich müsste noch kurz vorher was zeigen. Ich hoffe, ich schaffe das noch zeitmäßig. Ja, noch mehr. Dürfte. Na, könnte noch passen. Aber dazu müsste ich das Spiel kurz anhalten, damit ich das Passwort eingeben kann. Also, wir geben hier gleich das Passwort ein. Ne, das schaffe ich nicht mehr. Bis gleich. So, was sich hinter diesem Passwort allerdings verbirgt, werden wir sehen. Ich kenne dieses Geheimnis nicht, aber bis zum nächsten Let's Play.